Yo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Death Pro. Ja, heute spielen wir gegen Abonnenten und zwar gegen den Sinus oder doch, ich glaube es soll, oder Silenus. Ich habe den Namen schon im Stream immer falsch ausgesprochen. Ist aber auch völlig egal, denn ich habe Steinschere Papier gewonnen. Was soll da noch kommen? Und er schreibt gerade in den Chat, Hashtag ein Herz für Shiggy, ja? Er hat den zweiten Part der Rubin vs. Saphir in das Lock gesehen. So, ich spiele heute ein Monarchendeck und das ist ungelogen der fünfte Versuch, mit diesem Deck ein Video aufzunehmen. Die ersten beiden Duelle, die ich mit dem Deck gemacht habe, waren richtig gut. Da hat meine Audio leider verkackt und die anderen beiden waren leider viel zu kurz, als dass ich hätte hochladen können. Aber wir schauen mal so. Ich werde jetzt erstmal einfach meinen Zug beenden, denke ich. Oder werde ich das tun? Ja, das werde ich tun. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was? Wieso beendest du einfach so deinen Zug? Ganz einfach, weil ich diese beiden Karten direkt von meiner Hand spielen kann und damit Angriffe des Gegners ablocken kann. Ein Monarch-Deck ist so aufgebaut, ihr seht, ich habe gar kein Extra-Deck. Das ist vollkommen auf Tributbeschwörung ausgebaut. Ich habe sehr, sehr viele Monsterkarten in dem Deck, die sich aber auch sehr leicht beschwören lassen und sehr viel Spezialbeschwörung beinhalten. Und damit kann ich sehr leicht Tributbeschwörung durchführen. Und der spielt ein Amazonenmonster. Er ist sehr interessant. Ich kann jetzt aber hier meinen Geistertrick-Schneemann-Opfer benutzen. Und jetzt werden beide in verdeckter Verteidigungsposition aufs Feld gebracht. Und im nächsten Zug kann ich nämlich den Schneemann opfern. Und kann dann Kaios, den Schattenmonarchen, spielen. Das werde ich jetzt auch tun, denke ich. Oder was noch besser wäre. Wieso kann ich Feindkontrolle nicht aktivieren? Achso, geht nur bei einem offenen Monster. Okay, nevermind. Dann opfere ich jetzt das Ding und beschwöre Kaios, den Schattenmonarch. So. Ich kann jetzt das verdeckte Monster zerstören. Ich kann jetzt irgendwie irgendeine Karte auswählen, die verbannt wird. Ich würde aber, glaube ich, lieber eine Zauber- oder Fallenkarte verbannen. Weil das Monster selber kann mir nicht viel, aber ich traue mich auch noch nicht damit anzugreifen. Und selbst wenn er das Ding gleich opfern sollte, um irgendwas Stärkeres zu spielen, kann ich immer noch mein Bauzugsignal rot aktivieren. Deswegen zerstöre ich einfach erstmal die verdeckte Karte. Und es war eine Spiegelkraft, perfekt. Und wenn er schon solche Karten da liegen hat, möchte ich ungern angreifen. Ich könnte noch Feindkontrolle setzen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ich werde meinen Zug jetzt mal erst beenden. Ich habe ein bisschen Angst, dass noch sowas wie magischer Zylinder oder so da liegen hat. Das Spiegelkraftwerk ist aber schon mal sehr gut. So, er deckt die Amazone wieder auf und greift an. Ach so, ich erhalte jetzt jeden Kampfschaden, den er bekommen würde. Gut, jetzt kann ich nämlich mein Bauzugsignal rot benutzen. Und er ist ein Verteidigungsmodus spielen und den Angriff darauf lenken. Und es kann bei diesem Angriff nicht zerstört werden. Das ist sehr, 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 sehr gut. Denn gleich kann ich Kaios, den Mega-Monarchen, spielen. Und dann kann ich zwei Karten verbannen. Oh, oder ich ziehe nochmal Kaios. So. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Möchte ich Feindkontrolle aktivieren? Und dann da kann ich direkt beide. Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Pass auf. Ich mache das jetzt wie folgt. Ich werde jetzt Feindkontrolle aktivieren. Opfere mein Kampfzugsignal und kriegt dafür seine Amazone. So, und wenn er jetzt nichts dagegen hat, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Was ist das? Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn sie eine Amazone. Okay, jetzt kann er eine neue Amazone spielen, auch sehr interessant. Aber das ist völlig egal, denn ich kann jetzt Kaios kann ich nämlich auch direkt beschwören, den Megamonarchen. Die Megamonarchen gibt es nämlich auch noch. Die kann man beschwören, indem man ein Tributmonster als Tribut anbietet. Und ja, da ich wahrscheinlich auf dem Feld habe, werde ich das jetzt auch tun. Und das Beste ist, wenn ich ein Finsternismonster geopfert habe, was ich hier mit Kaios getan habe, kann ich zwei Karten verbannen. Das bedeutet, sein komplettes Feld wird jetzt leer gefegt. Oh, und das war Dimensionsgefängnis. Sehr, sehr gut. Und er bekommt nochmal 1000 Lebenspunkte extra Damage. Und jetzt kann ich ihn direkt angreifen und mache sehr, sehr guten Schaden an seinen Lebenspunkten. Das gefällt mir, Freunde. So muss das Monarchendeck funktionieren. Was sind denn so die Schwachstellen des Monarchendecks? Wie gesagt, ich habe eine einzige Fallenkarte in dem Deck, die den Effekt hat, wenn ich keine Fallen in meinem Friedhof habe, kann ich zwei Monster auf dem Feld zerstören. Und ich habe ansonsten nur ein paar Zauberkarten, die mir das Tribut beschwören leichter machen. Und ja. So, möchte ich jetzt. Nee, ich spiele mal die Karte im Verteidigungsmodus und greife erstmal an. Denn dann kann ich im nächsten Zug unter Umständen den nächsten Monarchen aufs Feld rufen. So, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendeine Arschlochfalle. Natürlich ist es Dimensionsgefängnis. Ach, Leute, Leute, Leute. Egal. Es sieht noch ganz gut für uns aus. Schauen wir mal, was mein Gegner jetzt vorhat. Okay, er spielt Amazonenschwertkämpferin. Was ist das? Rüstung. Einmal pro Spielzug kann das Monster nicht zerstört werden und wenn das kann. Okay, okay.
Okay, das ist gut für ihn. Okay, aber das ist noch besser für mich, denn ich habe gerade Kampfausblender gezogen. Und wenn mein Gegner jetzt gleich direkt angreift, dann kann ich diese Karte nämlich im Verteidigungsmodus oder irgendwie einfach aufs Feld bringen und damit seine komplette Battle Phase annullieren. Und dann kann ich gleich wieder Karius spielen. Oh yeah, was ist das? Oh, das Monster bekommt während der Schadensberechnung 1000 Angriffspunkte. Das ist ungut. Jetzt muss ich mich gleich entscheiden, welche Karte ich zerstöre. Okay, er greift direkt an. Das stört mich nicht, denn ich kann Kampfausblender spielen. Zack. So. Es gibt jetzt eine Zauberkarte in meinem Deck, die wird mir das Ganze sehr vereinfachen. Leider habe ich sie nicht gezogen. Aber ich habe noch einen Kampfausblender gezogen, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich kann mit Karius eine Karte verbannen. Möchte ich die Karte oder die Karte zerstören? Ich glaube, ich würde die Karte zerstören und dann aber das Monster angreifen. Denn nur das angreifende Monster bekommt 1000 Angriffspunkte, also sollte das funktionieren. Und im Zweifelsfall habe ich immer noch meinen Kampfausblender. So, aktivieren wir mal den Effekt, verbannen die Karte und greifen jetzt die andere Amazone an. So, funktioniert es? Okay, ich bekomme Kampfschaden, aber das ist mir egal. Wieso bleibt die Karte auf dem Feld? Ach, scheiße, das gilt für jedes Amazonenmonster. Ich dachte, es wäre eine Ausrüstungskarte. Oh, shit. Das ist ungünstig. Verdammt. Ja, egal, ich kann den Angriff nochmal unterbinden. Aber, oh, fuck, daran habe ich... Verdammt. Das ist jetzt ungünstig. Shit. Shit. Komm schon. Ja, das ist eine gute Karte. Riser, der Sturmmonarch. So. Welche Karte... Ja, ich werde einfach gleich die Karte wieder auf sein Deck zurückpacken. Riser hat die Fähigkeit, wie gesagt, eine Karte auf dem Feld wieder aufs Deck zurückzugeben. Und, ja, das rettet mich leider nicht lange, ist das Problem. Es sei denn... Nee, es rettet mich leider wirklich nicht lange. Ja, dann gebe ich die Karte jetzt zurück oder lieber ein Monster? Ich glaube, ein Monster macht mehr Sinn, oder? Wenn ich jetzt ein Monster zurückgebe... Ja, komm, dann gebe ich die wieder aufs Deck zurück und greife jetzt seine Paladinen da an. Dann kriegt er wenigstens noch mal ein bisschen Schaden. Er kann mich zwar gleich im nächsten Zug mit der Schwertkämpfung wieder rausnehmen. Aber leider muss ich das jetzt tun. Und das sieht gerade echt nicht so wirklich gut aus für mich. Es sah am Anfang richtig gut aus. Aber diese eine Zauberkarte macht es mir dann doch ein bisschen schwer. So, jetzt, ja. Wiedersehen, Karius. Komm schon, Herz der Karten. Das ist gut. Bauzugsignal Rot ist eine gute Karte. So, ich spiele den Austauschfrosch mal verdeckt. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich gleich im nächsten Zug ein gutes Tributmonster ziehe. Oh, verdammt, er hat einfach gleich wieder zwei von den Dingern. Okay, ja, problematisch ist... Ein Monster verliere ich jetzt auf jeden Fall. Ja, komm. Spiele ich jetzt mein Bauzugsignal. Shit. So, wird nicht zerstört. Und damit ist mein Frosch jetzt leider weg. Komm schon, gib mir jetzt einen guten Monarchen. Ich brauche nur einen guten Monarchen. Ich brauche jetzt Karius oder so. Bitte gib mir... Ich habe, glaube ich, keinen Karius mehr. Oder noch einen Riser oder so. Bitte, 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 bitte. Nein! Das ist Riser, der Mega-Monarch. Der bringt mir leider absolut gar nichts. Oh shit, Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht im Gegenteil sogar sehr schlecht aus. Warum habe ich eigentlich noch keinen Baumfrosch gezogen? Baumfrosch ist eine der besten Karten in diesem Deck. Ach, scheiße. Wieso greift er nicht an? Ah, ich glaube, er denkt, dass die Karte gar nicht zerstört werden kann durch Kampf. Ja gut, denn jetzt habe ich Möbius gezogen, meinen Lieblingsmonarchen, und kann zwei Zauber- oder Fallenkarten zerstören. Also auf Wiedersehen. Bam, und das war wieder eine Mirror Force, perfekt. So, ich verliere zwar wieder ein bisschen Schaden, aber Hauptsache, ich habe diese ekelhaften Monster schon mal weg. Oder will ich erst die Verdeckte zerstören? Nee, ich glaube, ich einfach das Ding an. Wie gesagt, ich bekomme ein bisschen Schaden, aber ich kann gleich im nächsten Zug den Mega-Monarchen spielen. Und das ist auch ganz gut. Kann ich die nämlich wieder zurückgeben? Oder die? Kann ich mir aussuchen. Was ist das? Die Grundartika werden vertauscht. Wieso? Nein! Oh, shit! Fuck, nein, komm schon. Oh, gib mir was Gutes. Baumfrosch! Baumfrosch ist eine gute Karte, endlich. Baumfrosch hat nämlich die Fähigkeit, dass er in jedem meiner Züge wieder aufs Feld zurückkommt, wenn er zerstört wird. Solange ich keinen Baumfrosch auf dem Feld habe oder eine Zauber- oder Fallenkarte. Oh nein, was ist das? Falls nur ein Monster... Oh, Mann. Oh, scheiße. Warum bekomme ich so viele Angriffspunkte? Oh, scheiße. Komm schon, Herz der Karten.
GG. So, ich bekomme meinen Baumfrosch schon mal wieder. Obwohl, warte mal. Ich kann meine Verteidigung ein bisschen aufpimpen. Ich aktiviere theoretisch das. Ich kann das Duell noch gewinnen, Leute. Passt auf, was ich jetzt mache. Ich kann jetzt nämlich von meinem Deck eine Karte auf den Friedhof schicken. Und das wird diese hier sein. Denn ich habe jetzt hier meine Rohlingkröte auf den Friedhof geschickt. Und wenn ich ein Froschmonster aus meinem Friedhof aus dem Spiel nehme, zum Beispiel das hier, kann ich die Karte als Spezialbeschwörung beschwören. So, jetzt da ich in diesem Zug noch keine Spezialbeschwörung gemacht habe, kann ich nämlich jetzt Riser die Megamonarchen spielen. Jetzt überlege ich gerade nur, welche Karte möchte ich gleich in sein Deck zurückgeben. Aber ich glaube, ich werde die Schwertkämpferin wieder zurückschicken. So, opfern wir die beiden Karten. Bam! Und schicken die Karte zurück. Achso, ja, jetzt kann ich meine Karte aus meinem Friedhof aussuchen, sie wieder in mein Deck packen. Und, also auf mein Deck packen. Ich überlege gerade, soll ich Kaius nehmen? Ich brauche irgendwas für den Fall, dass er gleich wieder, einen Counter zieht. Deswegen glaube ich, werde ich mal mein Bauzugsignal nehmen. Einfach, um mich abzusichern so ein bisschen. Ich kann doch was spielen? Was kann ich denn noch spielen? Ah, ich kann meine Runenkröte schon wieder spielen. Stimmt, indem ich meinen Baumfrosch rausnehme. Nice. So. Aber jetzt kann ich erstmal den Chainmaster hier zerstören. Das Duell ist sau spannend, Leute. Das Duell ist echt sau spannend. Mir wäre es völlig egal, wenn ich jetzt noch verliere. Gut, ich verliere jetzt gleich ein paar Lebenspunkte. Warum spielt das nur im Angriffsmodus? Okay. Jetzt kann ich erstmal meinen Baumfrosch wiederholen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir dann doch Kaius genommen. Ja, ich bekomme zwar noch mal ein bisschen Schaden, aber ich bin das Monster los. Bam. Okay, Leute, das sieht gar nicht so schlecht aus. Er hat kaum noch Karten zur Verfügung. Was ist das? Alle Amazonisch-Monster erhalten 2000 Angriffspunkte einmal pro Spielzug. Wenn ein Amazonisch-Monster durch Kampf oder durch einen Karteneffekt zerstört wird, das kommt vielleicht ein bisschen spät für ihn. Ja, und jetzt kann ich noch Kaius spielen, Freunde, und damit das Duell beenden. So, jetzt werde ich einfach noch die Karte entfernen. Ja, er schreibt schon GG. Ist es leider auch. Und jetzt kann ich mit meinen Monarchen das Duell gewinnen. Auf jeden Fall hier GG an meinen Gegner. Es war ein richtig, richtig cooles Match, Freunde. Das hat mich echt gefreut. Endlich nach so vielen Anläufen richtig starkes Duell mit diesem Deck. Also ich liebe das Monarchen-Deck. Ich werde das vielleicht im nächsten Part nochmal benutzen. Einfach weil das momentan echt mein Lieblingsdeck ist. Und dann werde ich im nächsten Part, also im übernächsten Part, werde ich mal wieder was Neues ausprobieren, Freunde. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es gerne in einer positiven Bewertung zeigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Duell wieder. Macht's gut. Ciao.